Willkommen zurück zur fünften Folge vom Minecraft-Let's Play. Ich muss mich jetzt erstmal ums Essen kümmern. Dann gehen wir wieder in Neta und schauen, ob wir dieses Mal eine Fortress finden, ohne dass ich mich dabei selbst umbringe. Aber heute habe ich irgendwie ein besseres Gefühl dabei. Jetzt irgendwie ein guter Tag. Ich habe Minecraft, ich habe Tee. Alliance-Haus. Ah, perfekt. Fische könnte ich theoretisch auch fangen, oder? Ich könnte auch angeln, aber... Bitte jetzt erstmal die Schafe. Sind mittlerweile auch gewachsen. Okay, ein Wassereimer brauche ich auf jeden Fall noch. Dann tatsächlich irgendwie in Lava fallen. Und einfach irgendwo runterfallen. Noch nie passiert. Mit den ganzen Farmen bin ich noch nicht ganz zufrieden. Vielleicht baue ich noch eine automatische Weizenfarm und das mit den Bären muss ich irgendwie anders machen. Ich glaube, da mache ich einfach irgendwie Half Slabs drauf oder so. Holz? Ja, ich hab Holz, dann mach ich das schnell. Das passt zwar jetzt von der Farbe nicht ganz zum Haus, aber ist ja egal eigentlich. Okay, jetzt kann man hier auch durchlaufen, ohne dass man sich dann aufspießt. Ich hol mir ein bisschen Erde, dann kann ich die Löcher alle zumachen. Ist auch nicht so. Wächst das so langsam, vor allem wenn man drauf achtet. Nein, macht schon wieder. Oh, das wusste ich nicht. Ach lol. Ich habe 1 auf meiner vorderen Daumentaste gebindet und 9 auf meiner letzten. Wenn ich im Inventar irgendwas den anklickt, dann wechseln. Geht's auch mit den anderen? Ah, wusste ich nicht. Sortiere mal alles aus, was ich nicht für Nether brauche. Das was, ich hole jetzt einfach so noch ein bisschen Essen. So, wenn das jetzt gebraten ist, denke ich mal, dass ich langsam genug Essen habe, um in den Nether zu gehen. Ich noch mal alles raus, was ich nicht brauche. Holz brauche ich vielleicht. Feuerzeug muss ich wieder machen. Sonst bin ich schon mal stuck im Nether. Okay. Ich mach noch einen Stack. Ah, 2 Stein mit, dann kann ich mich auch irgendwo drüber bauen, wenn es wäre. So passt. Dann gehen wir nochmal rein. Und hoffen wir aufs Beste. Jetzt muss ich nochmal kurz die Koordinaten aufschreiben. Okay. Ich sollte wieder zurückfinden. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer offenen Fläche. Weil ich da am ersten Fortress bin. Ach! Junge! Geh bei ihm ab. Richtung ist denn das? South, okay. In dem Biom will ich eigentlich nicht sein, weil hier immer so viel Ghast spawnen. Meine Maustaste ist irgendwie kaputt, deswegen kann ich nicht richtig essen. Ah,
Also solange ich mein ganzes Körpergewicht auf die Maustaste tue, dann geht's. Ignoriert mich auch einfach. Droppt wieder nix. Ich wusste nicht, dass der mir noch Schaden machen kann. Aber wieder was dazugelernt. Wenn ich hier lang genug rumspringe, falle ich wahrscheinlich irgendwann in Lava. Ich Vollidiot. Ich wollte eigentlich gerade einen Block setzen, aber aus Versehen den Hotkey gedrückt. Jetzt ist mein Wasser weg. Das sind überall diese kleinen Todesfallen. Wenn es so weitergeht, ist irgendwann mein Speicher voll. Scheiße, macht der Charme. Das ist ja nicht umsonst die Hölle. Keys. Hey. Nicht sein. Oh. Hasse. Fuck, jetzt bräuchte ich meinen Kessel. Ich sollte was essen.
Oh. Scheiße. Wie sagt man so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ist das was? Nee, das sind Bäume. Hier muss doch irgendwo eine Fortress sein. Das da hinten sieht nach irgendeiner Struktur aus. Da werde ich mal hingehen. Doch, das ist eine. Ja, oder? Nein, doch nicht. Das ist so eine. Was Neues. Oder? Glaubst du? Mal hinschauen, dann wahrscheinlich ermordet werden. Ich hoffe mal, dass sie nichts dagegen haben, wenn ich hier bin. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht erwünscht. Das bringt mir wieder nichts. Anscheinend schon in allen Biomen. Haben keine Festung gefunden. Das war's mit den normalen Blöcken. Jetzt der nächste Wald. Ich nutze die Verwirrung mal, um zu flüchten. Oh. Echt keinen Bock mehr herumzulaufen. Und jetzt werde ich wieder von irgendwas verfolgt. Was zum Teufel ist das denn? Ich will jetzt nicht aufgeben, aber ich glaube, ich mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause. Dann schaue ich nach, ob ich eine Netherfestung bin. So selten sollten die eigentlich nicht sein. Da! Da ist eine Blaze. Oh! Und da ist eine Festung. Das ist wieder klar. Ich will aufhören und dann finde ich eine. Nur noch hinkommen, ohne dabei zu sterben. Leichter gesagt als getan. Was vielleicht eine gute Idee wäre, mir die Koordinaten aufzuschreiben, falls ich hier sterbe. Weißt du was? Jetzt habe ich sie in der Aufnahme. Okay, hier sind Blazes. Das sind mir ein paar zu viele. Oh. Ich muss da rein. Hallo da. Auf den Erfolg habe ich gewartet. Darauf habe ich gehofft. Blazes runterkommt. Oh ne. Ein Pikmin angegriffen. Das ist nicht gut. Oh fuck. Oh scheiße. Oh.
Oh fuck, oh fuck. Kurz durchatmen. Das böse Gefühl, dass man das Schwert nachher noch was nutzen. Da oben ist schon wieder alles Gas-Skelette. Ich suche lieber einen Spawner und hoffe, dass die Pikmin mir verzeihen, was ich getan habe. Der scheint gechillt zu sein. Und Sattel. Moment, ich habe gehört, wenn man so ein Ding sieht, auf einer Seite eine Treppe ist, dann ist auf der anderen Seite ein Spawn. Dann sieht's gut aus. Hallo! Verdammt nochmal. So. Ich kämpfe nicht gern, ich gewinne aber nur gern. Hier ist das. Okay. Oh. Oh. Okay, anscheinend brauche ich mindestens 6. Ich nehme aber mehr mit. Wieso habe ich so wenig Leben? Oh fuck. Ich dachte gerade, das wäre das Ende. Das ist gerade wirklich scheiße, dass meine Maustaste nicht funktioniert und ich nicht blocken kann. Mein Schwert ist kaputt. Oh mein Gott, meine Maus. Ich weiß wirklich nicht, ob das Essen reichen wird. Okay, ich habe 8 Stück und jetzt verdammt nochmal weg hier. Ach, ich hasse den Never. Wieso sind jetzt denn hier? Jetzt kämpfen. Machen wir es an. Sollte auf uns zu springen. Ah, weißt du was? Das war's jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge versuche ich jetzt endlich nach Hause zu finden. Ah, das war jetzt aufregend. Ciao. Willkommen zurück zum